Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Revelations hier bei unserem Konfi-Kanal. Es geht weiter und in diesem Part wollen wir uns dem Masyaf-Schlüssel widmen. Ob wir den ganzen schon schaffen, weiß ich nicht. Also mit Rückblende nicht. Denke ich mal, das ist ein bisschen viel verlangt. Aber vielleicht schaffen wir ein gutes Stück. Schon den Schlüssel zu... So. Ich hoffe es sehr. Wir heben das Geld ab, habe ich gerade unten gelesen. Ich würde gerne eine Schnellreise dafür benutzen. Weil ich glaube, dass der Rest zu lange dauert. Sehe ich aber, dass wir da ja noch einen Laden, einen Doktor, einen Buchladen und so weiter renovieren können. Können wir nicht, weil wir waren nur nicht auf der richtigen Ebene. Belastend. Ich laufe mal in Richtung des Masyaf-Schlüssels. Vielleicht finden wir dann ja auf dem Weg eine Schnellreise. Ich möchte nämlich jetzt nicht auf die Map gehen, wenn ich ehrlich bin. Bin ich ja doch ein bisschen faul. Jetzt laufen wir einfach ein bisschen und schauen uns nochmal Konstantinopel hier schön an. Finden sowas wie einen Schatz auf dem Weg. Ne? Eine Truhe findet man ja immer. Das Datura-Pulver oder Puder. Ich habe es gerade nicht richtig gelesen. Haben wir leider schon komplett ausgeschöpft. Und, ja, machen wir mal weiter. Ein Spionangreifen war erfolgreich. Das liest man doch immer gerne. Selim Dschihad wurde zum Krieger befördert. Sehr gut. Aber wenn Selim fertig ist und zum Krieger befördert wurde, dann darf Selim auch gleich wieder auf eine neue Mission gehen. Oder Selim? Selim? Okay, es waren mehrere. Ach, der wurde nur befördert. Okay, die anderen haben es auch geschafft, aber er wurde befördert. Finde ich gut. Oh, hier ist noch Purpur. Das ändern wir mal auf Smaragd. Sehr schön. Verteidigung. Einen Templer-Hinterhalt stoppen. Selim, 93%. Das ist deine Mission. Schade. In Bursa gibt's da noch was. Adlige angreifen. Krass. Okay, das machst du. Und in Athen? Stadt zurückerobern schafft sie nicht alleine. Nee. Was geht denn in Alexandria, wo wir unseren Kollegen drin haben? Eine neue Assassinenfeste etablieren. Ist auch nicht so viel gerade. Madrid, was geht da ab? Einen Putsch vereiteln. Ja. Bam. Drauf da. So. Laufen wir weiter zum nächsten. Wow. Das war echt eine nächste Mission erfolgreich. Okay, belastend. Aber jetzt nichts zu ändern. Ich möchte jetzt nicht noch weitermachen. Oder nochmal da rangehen. Gut, da war jetzt gerade einer voll auf dem Weg. Da hätten wir nochmal rangehen können, aber meine Güte. So tragisch ist es dann auch nicht. What the fuck? Wer hat das gerufen? Oh, die Templer greifen einen ihrer Festen an. Das ist nicht gut. Welche der Festen? Holy moly. Okay, die ist am Arsch der Welt. Das ist eine Schnellreise aber in der Nähe. Unten links. Wo sind wir gerade? Wo sind wir gerade? Ich blind? Da laufen wir rum. Da würde ich behaupten, hin zum Tunnel. Unten links ist die Templerfeste, die angegriffen wird. Und dann gehen wir zum Masyaf-Schlüssel.
Konnte ich jetzt nicht voraussehen, dass das in diesem Part passiert? Also, mir fehlen einfach die Worte. Aber es ist jetzt schon sehr lange unser Kenntnisstand bei den Templern so. Und wundern sollte es uns nicht. So. Zack. Hin in den Tunnel. Wäre schön, wenn die Markierung sich jetzt auch einfach, ja, ne, wenn das jetzt einfach sich erledigen würde, weil wir haben jetzt den Tunnel benutzt. Unten links. Belastend war es wirklich ganz oben. Ja, Tatsache. Da, wo ich echt ein bisschen schnell überflogen habe, war der Tunneleingang. Das ist natürlich echt ein bisschen wack. So. Eine unserer Festen wird also angegriffen. Das kann ich natürlich nicht gut heißen. Danach, wo ist der Masyaf-Schlüssel? Da. Ja, danach gehen wir hier wieder zum Tunnel. Um den Masyaf-Schlüssel. Diesmal. Ja, 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 Leute. Ihr könnt das erstmal hart knicken hier. Oh, ich muss anonym werden, ne? Moment mal eben. Moment mal eben. Nein, 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 nein. Das sind nur Fette. Das sind nur Fette. Leg ihn um. Leg sie um, Ezio. Hau sie um. Alle. Ich hoffe, der Schütze nervt uns jetzt gerade gleich nicht. Wir haben gar nichts ausgerüstet, ne? Hier ist zum Beispiel sowas. Damit wir den auch mal umlegen können. Spast. Einfach mal weg mit dem hier. Was macht ihr hier eigentlich? Oh! Oh! Der Genicksnap. Alter, der ist doch nicht nur betäubt. Der hat ihm gerade eiskalt das Genick gebrochen. Zumindest den Nacken. No way wäre der in real life betäubt. So, rein da. Verteidigen. In der Defensive. Ja. Schaffen wir. Komm. Oh, diese Salvenbarrikade ist schon cool. Okay. Okay, okay, okay. 75 Einheiten, eine Kanone. Sprengmeister. Die können schnell Barrikaden zerstören. Okay, okay. Wie wär's, wenn... Die Krähenfußwerfer finde ich super. Wie wäre es, wenn wir die normale Barrikade austauschen? Man darf die normale Barrikade nicht austauschen? Das ist blöd. Ich glaube nicht, dass wir die Feuerbarrikade diesmal brauchen. Wir haben keine Attentäter, aber die brillieren im Nahkampf. Könnte denen zum Verhängnis werden? Puh. Nahkämpfer oder Attentäter? Wir machen diesmal Attentäter. Sehr gut. Da steht schon eine Barrikade, okay. Dann Anführer. Hierhin. Das Gebiet. Hierhin. Das für mich. Haben wir hier noch was? Da. Aber da. Ja, komm. Platziert euch dort. So, dann möchte ich ganz kurz das Ding setzen. Und zwar direkt hier vorne. Und dahinter gleich ein
Barrikade aufwerten. Okay, zack. Wir haben jetzt noch nichts auf den Dächern. Kommt, sobald wir genug Leute haben, würde ich sagen, ne? Ja, zack. Da kommt ein Schütze hin, da kommt ein Schütze hin. Und da kommen auch Schützen hin, würde ich sagen. Finde ich nämlich irgendwie passend. Sehr gut. Da können welche von denen kommen. Und dann brauchen wir ganz vorne... Ah, da hätte ich so einen Krähenfüßler hinpacken müssen, da ganz vorne. Weil die sind immer super nice. Platziert euch dort. Oh, können wir sogar noch da? Komm, schnell, schnell, Moral bekommen. Schnell, schnell, schnell. Leg die um. Perfekt. Habe ich jetzt eingesetzt? Nein, 15. Mir fehlen noch 3. Komm, nice. So, als nächstes weitere Schützen. Ich würde sagen, hier hinter kommt dann noch eine normale Barrikade. Da geht's schon gut ab. Scheiße, scheiße, hat er gesagt. Okay. Oh, jetzt kommen die Sprengmeister. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Und alle hopp. Bam. Yes. Das war perfekt. Sehr schön. Okay, normale Barrikade hinsetzen. Gewehrschützen oben rauf. Zack, zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft. Sehr schön. Moral plus 20. Das läuft. Dann würde ich noch gerne Nahkämpferpositionen. Ist der einfach durchgelaufen? Wie? Verteidigt das Gebiet. Wie ist er jetzt einfach dran vorbeigelaufen? What the fuck? Ja, dann kommen die Dicken jetzt mal hier lang. Und die gehen alle hops. Gab Moral plus 10. Nice. Platziert euch dort. Die Barrikade werten wir weiter auf. Sehr gut. Okay, ich glaube, momentan läuft es ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ich würde noch gerne eine hier platzieren, falls sie da auch durchkommen. Barrikade aufwerten. Und wenn wir können, hier noch einen postieren. Schnell, 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 schnell. Genau. Zack. Sehr schön. Oh, da kommen sie langsam durch. Klettern einfach darüber, die Schweine. Ihr dreckigen Schweine. Bam, weg mit euch. Sehr schön. So, wo geht's weiter? Hier, postieren wir. Ist noch keiner von uns hops gegangen, ne? Platziert euch doch. Oh, die Kanone. Jetzt gehen welche hops. Das fette Kanonengewehr. Rauf da, los. Rauf, 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 rauf. Ich hoffe, die erste Barrikade ist nicht zu nah dran. Schnell, wir brauchen noch mehr Schützen auf den Dächern. Nein! Nein! Oh, 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 das ist nicht gut. Schnell, schnell, schnell. Assassinen zurückrufen. Schnell, eine hinsetzen. Aufwerten. Was? What the fuck? Okay, das war eine normale Barrikade. Okay, die Kanone ist übel. Nein! Okay, uns gehen die Barrikaden hops. Zurückrufen. Wir müssen eine Barrikade setzen, aber wir können keine setzen. Wir können eine normale setzen. Und das bringt uns gar nichts. Okay, die ballert die einfach weg. Barrikade platzieren. Leute! Macht den... Macht diese scheiß Kanone weg. Bam! Barrikade setzen. Die dürfen nicht vorankommen. Uns fehlen die Leute auch auf den Dächern mehr, ne? Oh ja, es sind uns ein paar hops gegangen. 3, 4. Okay, Kanone ist weg. Letzte ist auch weg. Sehr schön. Gut verteidigt. Vom Gefühl her war es gut. 12 haben wir dann am Ende doch noch verloren. 67%. Okay. P für Rekruten ist immer gut. Assassinen-Splitterbomben. Kanonenbarrikade. Hört sich sehr gut an. Unsere Feste haben wir verteidigt. Finde ich schon mal gut. So.
Jetzt wollten wir zum Masyaf-Schlüssel. Das heißt, wir wollten die Schnellreise benutzen. Die ist... dort. Nein, da ist die Bank. What the hell? Da. Aber... ich möchte den einen Buchladen noch renovieren vorher. Und, also den einen da oben und die anderen da unten. Genau den hier. Also, da, der gerade auf der Map aufgetaucht ist. Templer-Hinterhalt war auch erfolgreich, sehr schön. Selim ist jetzt Veteran, sehr gut. Aus dem Kopf weiß ich leider aber immer noch nicht, welches Level das ist. Und unten jetzt vom Tunneleingang links gehalten. Ihr wollt es? Ich hab es. All anders. Es sind die anderen Gebäude, die wir noch renovieren können. Macht mal Platz für mich, danke. 40.000 ist jetzt auch langsam so weit, dass wir vielleicht auch Wahrzeichen wieder uns zugute machen können. War doch hier unten in der Nähe des Tunneleingangs, oder? Ich glaube links davon, wenn wir jetzt hier darauf zulaufen. Ans Gate, am Gate scheitert es nicht mehr. Hier waren die Läden, die wir noch renovieren können. Sehr gut. Also in dem Gebiet. Und dann sind wir da auch an einer Bombe wieder. Und können unsere Leute losschicken. Das finde ich immer gut. So, renovieren. Die Schmiede hier unten. Und den Buchladen. Sehr schön. Schmiede renovieren. Wollen wir auch nochmal gucken, ob wir unsere Rüstungsteile reparieren können. Dass man das jetzt hier nicht so überspringen kann, ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich ehrlich bin. Metall wird in diesem außergewöhnlichen Geschäft. Ja, die können wir nämlich reparieren. Hm. Könnten uns auch eine Armbrust kaufen. Warum nicht? Wir haben's ja. Munition. Bolzen sind voll. Okay. Oh, lol. Ich hab gedacht, wir haben irgendeine Waffe dadurch verloren, aber haben wir nicht. Ezio, kannst du mal bitte deine Waffe wegstecken? Danke. Und dann machen wir weiter. Da ist, wie gesagt, da können wir unsere Leute wieder auf Mission schicken. Das finde ich auch gut. Und dann benutzen wir den Tunneleingang, um den Masyaf-Schlüssel uns anzueignen. Natürlich, alter Mann. Sagte er, während er selber alt ist. So. Man ist immer nur so alt, wie man sich im Kopf fühlt. Oh, da ging es jetzt richtig ab. Sehr schön. I like that. Oh, der ist auch voll. Sie noch nicht ganz. Und er hat noch gar keinen Umhang. Sehr schön. Verteidigung. Eine Adelige verteidigen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sehr schön. Und was haben wir da? Ein Level 9er. Auf was für eine Mission können wir den Level 9er schicken? Schafft er das? Ach, das ist eine Arbeit, natürlich. Es lohnt sich nicht für einen Level 9er. Madrid, was geht in Madrid? Zurückerobern. Einen Bettler angreifen. Boah, lohnt sich aber auch so von der EP gar nicht für einen Level 9er. Krass. 130 EP, 400 EP, Essen stehlen und sich mehr. 1500 EP, oh. Mach das doch mal, Essen stehlen. So, Tunneleingang. Benutzen. Ich habe echt gedacht, dass wir den Masyaf-Schlüssel noch in diesem Part schaffen. Jetzt ist uns aber echt die Verteidigung dazwischen gekommen.
Jetzt könnte es schon wieder eng werden. Runter mit dir, sonst werfe ich dich nieder. Okay, Kollege. Chill, deine Basis. So, den Hieroid haben wir doch gerade bestochen, oder? Das ist jetzt ein anderer. Witzigerweise. So. Ich hoffe, uns wird der Massiv-Schlüssel auf der Map angezeigt. Ja. Das heißt, ich sehe, welchen Tunneleingang ich benutzen muss. Da. Ah, so wie es aussieht, doch erst im nächsten Part. Ein klassischer Fall von wenn Pläne sich ändern. Ah, ich ahne dieses syrisch-aschfarben. Ist ein cooles Outfit. Macht was her. So, jetzt ist es halt, das ist das, was ich meine, das Nervige, dass auf der Map halt immer noch der Tunneleingang markiert ist. Meiner Meinung nach war es in Brotherhood nicht so, kann mich aber auch täuschen. Wenn es da auch so war, war es da auch nervig. Hä? Warum ist der jetzt noch 300 Meter entfernt? Es war doch voll in der Nähe, oder? Und what the fuck? Hat schon wieder einer eine Mission geschafft? Hä? Das checke ich jetzt nicht. Ja, Layla hat das geschafft, ihre Mission. Sehr gut, Layla. Oh, in Madrid geht was ab. Ein Herold bestechen. Layla, Auftrag. Randa. Verstehe ich nicht. Bin der Meinung, wir haben eigentlich direkt neben dem Massiv-Schlüssel den Tunneleingang benutzt. Ja, laufen wir mal hier schön durch den Bazar. Waren wir ja erst. Und dann schauen wir uns mal die nächste Mission an. Das verwirrt mich jetzt aber ein bisschen tatsächlich. Einkaufen müssen wir gerade unbedingt nicht. Schatz, Geldmangel haben wir jetzt gerade auch nicht. Deswegen brauche ich die zwei Schätze da gerade jetzt erstmal nicht, die uns auf der Map angezeigt werden. Nachrichtabfang war erfolgreich, sehr schön. Ja, haben wir nicht genau das benutzt? Kussstehen war auch erfolgreich. Da geht's ja gar nicht. Da wurde jemand zum Assassin befördert. Oh, Sophia. Salute. Ich bin zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Topkapi und das andere im Bayezid-Bezirk. Bayezid zuerst. Topkapi ist eine Sackgasse. Ah, oh, sieh. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten. Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem 3. Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ach, das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weiter. Ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Hm. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm, dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Immer noch Sophia. Porträt einer Dame. Jemand ist in Sophias Geschäft eingebrochen und hat ein recht wertvolles Gemälde gestohlen. Beschaffen Sie das Gemälde zurück, während sie weiterarbeitet. Das Gemälde stehlen, ohne vom Händler gesehen zu werden. Mhm. Den Gemäldetyp auf dem Bazar identifizieren. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja. Hat er sich echt aufs Maul gelegt? Er ist über die Lady da gestolpert. Wie geil. Du Loser. Du Loser-Wache. Oh mein Gott. Das war zu gut. Das war viel zu gut. Okay. Hier komme ich nicht in den Bazar rein. Oder ist hier irgendwo ein offenes Fenster? Oh, das war wundervoll. Doch, da sind Fenster, sehr schön. Ja, komm. Ist zwar nur einer, aber wir benutzen mal eben den Pfeilhagel.
Oh Moment, eigentlich kann ich ja von hier erstmal den Adlersinn aktivieren, ne? Halt drauf. Wo ist das Ladro? Gestehe! Ziel lokalisiert. Den Dieb verprügeln, um das muss ich auch nicht. Ich verprügel dich einfach, bis du reden zum bringen. Denk besser gut nach, bevor du mir ins Gesicht lügst. Ja, ja, du fandst das, ne? Kopfnuss, bam. Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal finde einen anderen Weg, Kanalia. Ich würde gerne wissen, was das bedeutet. Den Händler finden, der das Gemälde kaufte. Mein Gott, beständig die Wache. Hier läuft ein Mörder. Mörder? Ist das sein Ernst? Ich lasse ihn gehen und er bezeichnet mich als Mörder? Arsch. Habe ich Geld auf der Bank? Nein, es wurde nichts eingezahlt. Belastend. Er bezeichnet mich eiskalt als Mörder. Ist der Händler auch noch auf dem Bazar? Das mit der Wache war gerade so geil. Ja, ist er. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. Wie komme ich daran? Wie kriege ich ihn abgelenkt, ist die Frage. Ich möchte es beschaffen, ohne dass er es merkt. Wenn ich stumpf daran gehe, bemerkt er es. Er hat mich voll im Fokus. Warum hat er mich voll im Fokus? Geht daran vorbei, geht daran vorbei. Biegt ab, biegt ab. Er hat mich einfach voll im Fokus. Obwohl ich untergetaucht bin. Geht ihr jetzt am Gemälde vorbei? Oh. Oh. Einverstanden. Ich ließ mir sagen, dass euer Junge... Könntet ihr... Gemälde zurück zu Sophia bringen, die gerade einige Besorgungen erledigt. Oh yes. Nice. Es juckt ihn einfach nicht, oder? Nein, es juckt diesen Mann nicht, dass ich gerade dieses wertvolle Gemälde da geklaut habe. Oh. War das ein Gemälde von Sophia, wenn ich fragen darf? Roma-Ladies, ihr dürft gerne weiterziehen. Gerade brauche ich euch nicht. Zu Sophia gehen wir sofort. Erstmal möchte ich unsere Assassinen losschicken. Warum mache ich das so? Weil es so tatsächlich einfach konsequent EP für die Leute gibt. Nachricht, Abfang war erfolgreich. Nice. Alle Level 10. Jetzt ist die Frage. Die können weiter aufsteigen, ne? Ja, krass. Krass, krass, krass. Eine Kutsche verteidigen, Adlige angreifen. Guck mal, selbst unsere Level 10er haben da echt Probleme mit. Verteidige mal eine Kutsche. Also, was heißt Probleme? Aber wir brauchen 5 Stück davon, ne? Und das ist halt schon krass. So, Sophia. Dann können wir den Standort vielleicht doch noch in diesem Part erfahren, aber schaffen tun wir den Massiv-Schlüssel nicht mehr. Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das ist sie. Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich 7 Tage still sitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt?
Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia. Wenn ich kann. Eigentlich bist du der Gute. Warum erklärst du es ihr nicht gleich? Naja, ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter, oder? Ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen. Und im nächsten Part kümmern wir uns um den nächsten Massiv-Schlüssel. Ah, Moment. Das vergesse ich dann wieder. Es sind wieder Assassinen zurückgekehrt. Würde ich mal eben behaupten. Machen wir noch nicht Schluss. Wieder eine halbe Stunde. Leute, ihr habt aber auch echt Luxus mit mir, ne? Manchmal muss man halt auch einfach mal sagen. Also hier gibt es selten Parts nur bis 20, 25 Minuten. Beziehungsweise nur Anfang 20er Minuten. Und Selim ist wieder dabei. Sehr gut. In Lissabon gibt es hier was. Trockenzeit. Schafft er sogar. Dann, Attacke, Selim. Gut. Hallo? Danke. Sehr schön, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir uns den dritten Massiv-Schlüssel vornehmen. Bis dahin, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche oder wie auch immer einen schönen Abend. Ich weiß es nicht, aber lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.